Und damit herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Underground. Nee, Underground Most Wanted. Wollte ich bin da sagen. Nee, nur Most Wanted. Okay, du weißt Bescheid. So. Bin ich gespannt. Warum ist das ein männlicher? Ich sag dazu mal nichts. Ich sag dazu nichts. Also da hätten sie wenigstens bei. Ah. Da hatten sie so ein paar Probleme mit dem Model. Es gibt nur ein einziges Model für die Autofahrer. Und das ist ein Kerl. Wow. Haben sie echt gut gemacht. Was will man dazu sagen? Und dann schwebt das Auto noch ganze Zeit darüber herum. War zwar Slow Motion, aber trotzdem. Ey, dazu fällt ich echt nichts meinen. Izzy, oh, Izzy ist ganz schön ein Kerl. Also ich verurteile das nicht. Also wenn du lieber ein Kerl sein möchtest, aber dann ist dein Profilfoto ziemlich alt. Wenn du schon so derart männlich im Auto aussiehst. So wie auf Datingseiten. Foto auf Datingseiten, ganz geiles Bild, im echten Leben, ein Kerl. Und es war echt scheiße von mir gerade, dass ich da so gegengeknallt bin. Aber naja. Ist ja zu spät. Ich muss das Beste rausholen. Hoffentlich schaffe ich das. Hoffentlich. Ja, genau treffe ich diese Wasserfässer. Oh. Ich hätte sie so gut überholen können. Auto. So, jetzt muss ich vor ihr bleiben. Hallo Mülltonne. Tschüss Mülltonne. Warum stand es noch mitten auf der Straße? Das verstehe ich nicht. Erste von zwei geschafft. Rundkurs. 4 Minuten 43. Oh, das wird nervig. Mazda gegen Toyota. Kampf der Japaner. Das war doch japanisch, oder? Ich glaube schon. Schön, dass man auf Gras genauso gut fahren kann wie auf der Erde. Auf der Straße. Ah. Ja, yeah, aber. Na, geradeaus. Macht easy auch, okay. Unfair. Ich bin dafür, KIs dürfen keine Abkürzung benutzen. Bin ich echt dafür. Ich habe ganz halt nicht wegen der Schwierigkeitsstufe nachgeguckt. Gibt es hier überhaupt eine? Weiß ich gerade gar nicht. Kann sein, dass es eine gibt. Ich habe nichts eingestellt. Okay, Izzy ist irgendwo hängen geblieben. Nicht nur im Spiel. I believe ich konnte fliegen. Aber ich weiß noch, wie ich als Kind in Carbon mehr gefeiert habe als Most Wanted. Kein Plan warum. Der Carbon hat so viel noch mal so viel alles schlechter gemacht. Okay, es gab dieses Autoscape Future, aber auch nur bei gewissen Teilen.
Also hier von Spoiler, Größe, Länge etc. Also ziemlich viel einstellbar. Aber bei dem von den Rennern war das. Nee. Und in Carbon kann man dem auch die Einteilung von Exoten, Tuner und Muscle Cars. War an sich gut, aber trotzdem. Naja. Also nach Underground 2 hat es wirklich nachgelassen. Most Wanted war auch noch mit auf dem Stand wie Underground 2, wenn man das Tune mal komplett weglässt. Also und die Optik. Weil Most Wanted hat das mit der Polizei echt gut gemacht. Und Carbon war ja dann. Gab es auch Polizei. Aber es war nicht mehr so relevant. Also Most Wanted, die Polizei ist ja wesentlich relevanter. Quietsch, quietsch. Okay, warum immer Gummispuren auf Gras ist. Ich finde, da fragt's man nicht. Wie, hä? Wieso war Easy gerade vor mir? Warum war da gerade ein Plus? Ich hier, da fragt's man nicht. Abgehoben. Aber sowas von. Ich vergesse auch immer die den Speedbreak einzusetzen. Nutze ich einfach so selten. Sollte man vielleicht mal öfters benutzen, aber. Psst. Bisher sind dann nicht solche krassen Endkurven hier zu sehen gewesen. Ich finde, die Musik ist auch perfekt, genauso im Hintergrund, dass man sie nicht penetrant hört. Aber dem bei stillen Passagen, naja, es ausreichend ist. Dass es nicht zu still ist. Oh. Na, das war so klar. Das war so klar. Das war so klar. Wir sehen uns in 4,5 Minuten nochmal wieder. Und wieso kann ich wieder nicht nach links drücken? Oh, diesmal mit mehr Abstand. Aber mit einer schlechteren Zeit allgemein. Okay, warum auch immer. Mich soll es nicht stören. So, observiert. Zwei Symbole, yep, okay. Dann, wir wissen, was wie es aussieht. Erstmal das da. Kompressor, okay. Und dann Bonussymbol. Bahnkonfigurierung aufheben. Oh, nice. Nächster Gegner, Blacklist. Hallo Maus, tschüss. Du Page, Big Lou. Wagen, Mitsubishi Eclipse, Stärke, Mautstellenzeitfahren. Dieser koreanische Muskelprotz hält sich für einen echten Frauenschwarm. Aber das ist nur Show. Angeblich hat er Angst vor den Cops und macht sich bei jedem Rennen in die Hose. Außerdem kann er wohl nicht mit der Kupplung umgehen und ist deshalb ein schlechter Starter. Aber darauf würde ich mich an deiner Stelle nicht verlassen. Na super. Izzys Rennkarriere ist gelaufen. Mach weiter so. Ich melde mich später. Ja, dann melde dich mal später. So, Tune. So wie immer. So. Mal sehen, was gibt's als neues Leistung? Motor. Pro-Variante. Schmiede kommt, Renndrossel, Kappe, Rennkurbelwelle. Kann sich mal so durchgucken, was das alles gibt. So, es finde ich schön mit dem Ausrufezeichen, dass man genau sieht, wo was Neues ist. Wow, nur den Motor. Okay. Wollen wir mal
viele? Schon ein paar mehr. Hast du es ausgerüstet? Oh, nee. Kann man das Ballon anlegen? 61, okay. Aber doppelt, ja. Und dann noch mal jeweils als Grundvariante zum Schluss. Ich finde es schade, dass es die, die ich immer genommen habe, nicht mehr gibt. Ne? Ne. Echt schade, weil ich die am liebsten mochte. Aber komm, machen wir die. Wie brauchen wir die eigentlich? Brauchen wir eigentlich nicht. Alles entfernen. So, ich brauche die nicht. Aber ich will eine andere Farbe haben. Aber. Spezial haben wir jetzt schon was. Alles. Oh. Das sind so matte Farben. Und dann gibt es nochmal extrem Hochglanz. Ah, wie viel Perlglanz. Schönes Lila. Hallo. Und das ist richtig schön. Nochmal anderes Metallic. Also es gibt matt, extrem Hochglanz und Candy. Wie ist das dann, glaube ich? Bisschen Rosy, ist das dann Candy? Irgendwie ist es anders. Na komm. Das, was wirklich viele nehmen. Vinyls kann bleiben. Spezialarmaturen. Gucken wir uns mal. Ah. Carbon-Optik. Carbon-Faser-Optik. Oh, entschuldigt. Alles hier Sternchen. So. Eieiei. Y, Hinterzimmer. Gibt's schon irgendwas, was wir doppelt haben? Nö, alles einmal. Okay. Sehr schön. Dann gehen wir raus und gucken uns mal an, was wir für Big Lu brauchen. So, erstmal gucken wir, 5 Rennsieger, 3 Meilensteine und 300.000 Kopfgeld. Also 100.000 Kopfgeld, Mike, so. Uff. Sprint, das. Komm, erstmal Dragwagen. Erstmal Trickrennen. Gleich am Anfang. Ah. Ach, scheiße. Wird da links nicht mehr angezeigt, wie gut das ist. Ja. Er geht doch. Alter, was ist das denn für... Dragrennen sind einfach nur richtig scheiße. Habt ihr gerade schön mitbekommen. Komm, machen wir Radarfalle. Einfach nur asoziale Scheiße. Meine, warum ist es denen erlaubt, frei herumzufahren, während ich ja dem gezwungen bin, auf einer Spur zu fahren? Schön und gut, es macht es für mich etwas leichter, dem direkt auf der Spur zu bleiben und so. Was gibt denen auch hat dem den extrem unfairen Vorteil, an dem, ja, ausweichen zu können, wie sie wollen. Naja, egal. Ich sollte mich nicht so sehr drauf aufhängen. Ach, verdammt. Ich hätte den Speedbrake einsetzen sollen und nicht die Handbremse. Schade. Schade, ich dachte, ich krieg das noch. Aber nein, hat sich nicht berühren lassen.
Reifenwahl, eine unberührbare. Ja, diese Drifts hier. Ist schon gut, dass es hier kein Drift drin gibt. Eieiei. Würde mich wahrscheinlich auch noch genauso ankotzen. Keine Ahnung, wie scheiße das dann hier wäre. Ich bin gerade durch das Schild gefahren, oder? Wirklich wortwörtlich durch das Schild. Hey, hallo, du bleibst. Bremst doch nicht, Junge. Was mache ich hier? Was mache ich hier? Müll mache ich hier. Ich dachte, ich kann da unten runterfahren. Was konnte man denn nicht machen? Ich bin letzter. Yay. Okay, noch nicht. Ich fahre hier lang, ist mir egal. Ah, es war noch knapp. Nur noch geschafft, gut. Benutze Verfolgungsstopper sinnvoll. Ja, mache ich ja schon. Nächster. Sprint. Oh Gott. Sprint Boy. Und mit Nitro natürlich an die Spitze absetzen. So wie die ganze Zeit. Okay, nicht immer, aber ich sollte es öfters machen. Ich vergesse es meistens. Das ist das Problem. Ich vergesse immer, dass sich das auflädt ja mit der Zeit. So, und hier ist jetzt immer die Frage, es gibt hier mehrere Abzeugungsmöglichkeiten. Welcher davon ist der effektivste? Ich empfinde den hier immer als effektiv, weil er dem relativ flach ist, im Gegensatz zu diesem Tunnel, der so eine schöne S-Form hat. Und ich hier natürlich überall alles mitnehme, überall Gegenstoße. Ach, mach ich super. Und ich lasse dich nicht aufholen, vergiss es. Kurve enger als ich dachte. Und der eine geht über das Fischerdorf links. Fährt, nicht geht. Oder was auch immer das da unten ist. Ich sage immer dazu, das ist Fischerdorf. Die Gegner sind hier echt hartnäckig. Also das Spiel ist auf jeden Fall in der Hinsicht schwieriger als Underground 2. Das war zu stark. Ich wollte eigentlich noch den Speedpack einsetzen, aber der hat nicht funktioniert, weil weiß ich nicht warum. Aber gut. Wenn jetzt ich nirgends so irgendwo gegenstoße, soll ich das schaffen. Ja, und immer ganz kurz dieses Dip, hier, da, Rennfahrer, bla bla, holt die mal. Mach ich mal Grundkurs gar nicht. Es gibt doch irgendwann Zeiten, wo ich mir dann sage, nee, ich mach keine Rennen mehr. Weil, keine Ahnung. Irgendwann einfach nur nervig wird. Aber ich versuche alle Rennen zu machen. Habe ich ja in Underground 2 auch versucht. Außer die Drift dann am Ende. Ah, da bin ich selber schuld. Hätte ich das mal früher mit, ja. Probiert mit Steam. Ja. Ich habe es irgendwo gelesen, dass er dadurch seine Probleme gelöst wurden. Aber das ist echt. Versuche mal dieses Problem zu googeln, das ich hatte. Da kommst du von, kriegst du auch irgendwelchen Vorschlag mit zu irgendwas Pineapple oder Petstar mit Doppel-R. Dass da irgendwelche Einstellungen gemacht werden, dass du da dieses so ein Profil erstellst. Erstens hat es nicht funktioniert und zweitens wurde da Most Wanted als Spiel nicht aufgeführt.
Also war ja Programm natürlich gleich wieder deinstalliert, runtergeschmissen. Hab's dann mit Steam ausprobiert. Und dann lief's halt eben. Zwar ohne Texture Pack, aber müssen wir jetzt alle mitleben. Oder muss ich mitleben? Dann sehen wir es ja dem optisch sich ändert, ist ja dem nicht der Wagen an sich. Die bleiben ja von der Optik her gleich. Die sind ja schon relativ hoch auflösend. Das Einzige, was sich ändert, ist halt eben die ganze Umgebung. Dass das halt eben angepasst wird. Ach Gott, wie lange ist das Rundrennen denn? Holy moly. Es geht über 2 Minuten? Oh nein. Ich habe ein Trauma von über 2 Minuten Rennen. So, ich will mal probieren, nach links reinzufahren, ob das da was bringt. Jein. Also wenn ich das hier so mache, dann ja, aber ansonsten... Ne, nächstes Mal fahre ich geradeaus. Ich glaube, das ist effektiver. 2 Minuten 16, ach Gott. Und genau wegen solchen Rennen muss ich die Parts dann aufteilen. Also jetzt nicht den Part hier, sondern dem dadurch, dass ich nicht mehr alle Rennen, Meilensteine und die Bossrennen in ein Part zeige. Sonst wären es echt nur 15, wir sind 16 Parts geworden. Oder 17. Also werden es jetzt erzwungenermaßen mehr. Hui. Schöner Sprung. Wirklich schöner Sprung. Oh, komische Scheiße genommen. Oh, Scheiße bekommen, keine Ahnung. Beides. Beides war beides scheiße. Warum stellen die alles wieder auf, sobald ich eine Runde vorbei bin? Hä? Dann glaube ich, dass da wirklich alles wieder aufgestellt war. Die ganzen Büsche, die ganzen Schilder. Das sind schnell wachsende Büsche gewesen. Es gibt ja manche Menschen, die haben ja echt solche Probleme, wo alles zu schnell wächst. Bei mir auch so, wenn ich mich morgens rasiere, muss ich mich abends nochmal rasieren, weil es alles wieder total stachelt und so. Als ich mich noch rasiert hatte. Ein Bart, Gesicht, hallo? Nicht das, was ihr wieder denkt. 4 Minuten 24, oh, puh. Tipps zum Radarfahrenrennen. Ja, kenne ich. Ich weiß alle Tipps. Stimmt, man könnte auch doch mal durchschalten und alle angucken und nochmal halt dem irgendwelche Rennen zu machen. Falls man die nicht gemacht hat. Aber ich habe ja alle gemacht. Zumindest wüsste ich nicht, was ich nicht gemacht habe. Die Mautstellen. Gott, wir sind schon wieder bei 32 Minuten. Okay. Ich würde sagen, wir machen nur das hier und dann. Was das für heute? Perfekter Start. Das gefällt mir. Und ich fahre mittendurch. Man kann links und rechts außen vorbeifahren, aber. Nö, ich fahre mittig. Durch die stehen. Es sah wie was Gewisses aus. Aber ich sag euch nicht nach, was es aussah. Das dürft ihr selber herausfinden. Und Sprung!
Hallo? Du doofer Wagen vor mir. Warum überholst du mich einfach? Habe ich das erlaubt? Habe ich erlaubt, mich auszubremsen? Was sollte das denn jetzt? Ist mal richtig Knorke. Hier kann man auch zwischendurch fahren, aber allerdings gibt es da drüben so ein paar Säulen, gegen die man stoßen kann, und dann, wenn man gegen die stoßt, hat man so ein bisschen Arschkarte und ein bisschen. Nur ein bisschen. Ein bisschen viel, aber ein bisschen. Hallo, hört auf, mich mit zu überholen. Was soll das denn, du doofer Großbritannia? Geh zu deinem Brexit, wo du hingehörst. Und ich mach das hier. Bumm. Schön. Danke. Ey, wenn ich wegen euch jetzt verliere. Warum bremst der? Aber gut, hat mir gefallen. Bin ich Erster. Dann würde ich sagen, das war's für die Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten, wenn wir den nächsten Rennen machen, im letzten Meilenstein und wahrscheinlich dann schon Big Blue herausfordern. Also, bis dann. Ciao.